Die Sanierungsarbeiten im zweiten Teil des IKGs gehen voran. Nachdem die Abbrucharbeiten und die Schadstoffsanierung abgeschlossen sind, kann es dort weitergehen. An verschiedenen Stellen im Untergeschoss wurden Stahlträger eingebaut, um das Gewicht für die zusätzlichen Türen und Wände im Obergeschoss zu tragen. Aktuell werden die neuen Fassaden und die neuen Fenster eingebaut. Diese müssen aufgrund des hohen Gewichts mit einem Kran eingesetzt werden. Vereinzelte Klassenräume auf beiden Etagen werden noch umgebaut. Neben den Dachabdichtungsarbeiten werden noch die Heizungen, Lüftungen und Sanitäranlagen installiert. In den nächsten Wochen werden die Fenster und weitere Fassaden sowie die neue Hausinstallation komplett eingebaut. Danach können die Elektroarbeiten starten und weitere Ausbauarbeiten in den Klassenzimmern stattfinden.